Jürg Kapol, die sechste Ausgabe der Tour de Ski liegt hinter uns. Wie fällt dein Fazit aus? Ich glaube, wir können zufrieden sein. Es war eine spannende Tour. Es waren viele schöne Rennen. Und es kam zum großen Showdown am Schluss. Vor allem bei Damenseite war sie ein paar Sekunden beim Start und dann ging sie in den Aufstieg rein und dann wurde es interessant in dem Sinn. Ich glaube, bei den Herren auch. Also Nordhag hat heute Morgen gesagt, er möchte lieber sterben, als nochmal Zweiter oder Dritter zu werden. Jetzt muss er halt trotzdem sterben. Aber das wird er wahrscheinlich auch nicht. Er wird wieder zurückkommen. Also die waren auch heute Morgen noch heiß. Aber ich denke, Colonia hat das eigentlich im Griff gehabt. Für mich war die Etappe Cortina-Toblach eine sehr schöne Etappe. Die wurde auch gut aufgelöst, fernsehtechnisch. Es ist nicht so einfach, so A nach B Rennen zu machen. Aber es wurde, alle sagen mir vor dem Rennen, wie es sein wird. Und ich bin froh, dass es anders rauskommt. Jetzt waren es dieses Jahr 9 Etappen. Ist das Ende des Machbaren, sage ich jetzt mal, für die Athleten? Oder plant sie auch mit 10 oder 11 Etappen in einem Jahr? Nein, ich glaube, es ist das oberste Limit. Ich glaube, man kreiert auch nicht mehr Interesse und man kommt auf zu viele Wochentage dann trotzdem rein. So von dem her würde ich sagen, das ist das Maximum in einem Jahr, wo es keine großen Meisterschaften gibt. Und jetzt in den nächsten Jahren ist es zwischen 7 und 8 Rennen. Und vor allem im Jahr, wo die Olympischen Spiele stattfinden, ist die Periode zwischen Ende der Tour und Start der Olympischen Spiele noch kürzer, 2 Wochen. Und da müssen wir wahrscheinlich ein Sechstages-Event machen. Und das verhält noch. Und das ist immer noch die Mehrtagesprüfung hält, ist da. Aber sonst werde ich die Zeit dazwischen zum Erholen natürlich auch wieder auf den Olympischen Spielen zu kurz. Dieses Jahr waren wir in 2 Ländern am Start. Sind weitere Länder in Planung? Das ist also unsere Philosophie oder unsere Strategie sind 3 Länder und das wollen wir auch möglichst bald wieder zurückgehen und es sieht jetzt auch, dass wir in der Schweiz sind. Die haben das Commitment gegeben für die nächsten 4 Jahre und das heißt, es werden Deutschland, Schweiz und Italien und dann kommen wir eigentlich unserer Strategie wieder nahe. Okay, danke dir. Bitte.